Hallo zusammen, hier sind wir wieder bei Witcher 2. Ich hab's nicht vergessen und das Letzte, was uns passiert ist, ist, dass Triss, die alte Hexe, uns hier hat stehen lassen und sich ein Portal aufgemacht hat und gesagt hat, wir sehen uns dann im Wald. Ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wir damit klarkommen, beziehungsweise uns einfach mal wieder umsehen. Auch wenn es schon ein paar Monate her ist, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Siehst du was? Wir werden uns jetzt in den Wald begeben. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht irgendwas anstellen können mit unseren tollen Fähigkeiten. Beziehungsweise mit unserem guten alten Geralt. Nee, du sollst ja nicht raufklettern, du sollst da runterklettern. Oh, Level Up haben wir auch. Das ist ja gut. Dann machen wir das doch mal. Haben wir noch mehr Punkte? Oh, tatsächlich. Was nehmen wir denn da? Vigor-Regeneration im Kampf ist eigentlich immer eine gute Alternative. So, der gute Geralt und ich müssen mal kurz auf die Karte gucken, wo wir denn lang müssen. Da müssen wir hin. Okay. Quests, überall. Wo müssen wir denn hin? Achso, wahrscheinlich einfach nur in den Wald. Tü-tü-tü-tü-tü. Dann gucken wir uns doch mal im Wald um. Im Wald, in der Nähe von Flotsam. Und dann wollen wir mal gucken, was der Wald so für uns bereithält. Ich gehe davon aus, Monster und eine ganze Menge Gefahren. Und eine Menge Loot. Oh, du kannst ein Item für mich craften? Ah, ich verstehe. Nur brauche ich davon nichts, weil ich auch nicht die nötigen Materialien habe. So, und was kannst du mir anbieten für einen Handel? Achso, da kann ich jetzt wahrscheinlich den ganzen Müll verkaufen. Das klingt doch gut. Dann wollen wir doch mal. Haben wir hier Junk. Junk ist gut. Ach, und sonst haben wir nur nützliches Zeug. Ja, dann behalten wir es mal. Wie viel darf ich denn noch schleppen? Oh ja, dann brauche ich jetzt noch nichts verkaufen. Ah, Y war es. Ja, ich musste mich erstmal wieder ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Und habe dementsprechend erstmal ein wenig die Arena auf links gedreht. Und nun wollen wir noch mal gucken. Oh. Oh, die hat nur Ohrens dabei. Wollen wir doch mal gucken, was der Wald so für uns bereithält. Aber zum Glück ist der Weg hier ja eingezeichnet auf der Karte, also ist es nicht ganz so tragisch. Aber ich gucke mich auch gerne ein bisschen um. Und drücke die Loot-Taste, weil sie mir so freundlich alles anzeigt. Oh oh. Hallo, Plünderer. Hoppala. Okay, was auch immer das jetzt war. Der wird wahrscheinlich den Fatality geladen haben, aber dass der da so lange für braucht, ist was Neues. Aua. Aua. Dabei habe ich doch die Arena geübt. Stopp, du Mistkerl. Na also, geht doch. Eine Leiter? Okay, nehme ich mit.
Weiß zwar nicht genau wofür, aber nehmen wir mit. Kann man ja immer mal gebrauchen. Oh. Ja, genau das wird es jetzt geben. Aua. Auf die Anderlinge! Ich krieg ja ganz gut aufs Fressbrett, das muss ich ja schon eingestehen. Na los! Au! Los, Geralt, lass dich nicht vermappen. Zeig mal, was du drauf hast. Na also, geht doch. Tse. Lässt sich Geralt hier einfach vermappen. Los, heb den Loot auf. Noch mehr von diesen komischen Leitern. Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten, was ich total vergessen habe. Ist hier noch mehr? Nö. Hm. Interessant. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Plünderer und Kisten. Und dadurch gibt es wieder Loot. Ich mag Loot. Aber wenn ihr jetzt befürchtet, ich bleib bei jedem Blümchen stehen und bei jedem Ast und ähnliches, vielleicht. Nein, eigentlich habe ich das nicht vor. Aber ich habe vor, mich vernünftig umzugucken. Oh, hallo Triss. Bin gespannt, was von diesem Wrack noch übrig ist, von dem Cedric gesprochen hat. Wenn es von einem Kairan attackiert wurde, nicht viel, schätze ich. Zum Glück suchen wir nicht nach menschlichen Spuren, sondern nach denen des Ungeheuers. Tentakel! Warum hast du nicht die ganzen Monster abgeschlachtet? Nicht Monster, sondern hier die Banditen. Tze. Weißt du, so eine richtige Kriegerin wäre ja was gewesen. Aber nö. Ach, da unten ist ein Wrack. Ja, das ist ja einfach. Ich hab's schon gefunden. So. Ich hoffe mal nicht, dass ich zu viele Nebenquests verpasse. Einfach dadurch, dass ich schon so lange nicht mehr gespielt habe. Aber das wird mir sicherlich entweder irgendeiner von euch schon mitteilen oder aber ich habe halt einfach Pech. Oder mir wird es dann später einfallen. Aber bei Witcher 1 war es auch nicht so wichtig, jede Nebenquest zu machen. Es gab halt einfach nur scheiße viel Geld. Oder was heißt scheiße viel Geld? Es gab halt gut Geld. Und mit dem Geld konnte man dann halt was anfangen. Dachte ich es mir doch. Ah, Triss ist schon wieder weg. Ach ne, da vorne ist sie doch. Und da ist noch mehr Loot. Ha! So, Triss. Ein Glück, dass du hier bist. Okay, das klingt nicht gerade so, als ob wir auf Monsterjagd sind. Ein Glück, dass du hier bist. Das klingt alles andere als nach Monstern. Eher, als wäre sie auf der Suche nach einem ganz anderen Tentakel. Siehst du diese Spuren? Ja, ein grässlicher Ort für einen Spaziergang. Es sei denn, man ist auf der Suche nach tiefen Eindrücken. Ja, ich weiß, der war schlecht. Magie oder Gefahr? Ach du Schande. Ja, so mag ich das. Au! So mag ich das nicht. Au! Okay, vorsichtiger kämpfen. Hehe, ich habe meine Lektion gelernt. Hust, hust. Ja, sicher möchte ich den letzten Spielstand laden.
Au. Diese Folge ist leider vorbei, aber die nächste Folge kommt in den nächsten Tagen. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt. Euer Tracker. Bis dann. Tschüss.